Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute wollen wir wieder versuchen, ein kongruentes Dreieck zu konstruieren. Und was brauchen wir hierfür? Wir brauchen mindestens drei gegebene Größen. Heute schauen wir uns den Fall an, www. Und ich werde euch zeigen, warum wir zwar ein Dreieck konstruieren können, aber leider kein kongruentes. Der Fall ist klar, wir haben keine Seite gegeben, aber dafür kennen wir alle Winkel. Und was brauchen wir hierfür? Um das Dreieck zu konstruieren, nichts weiter als ein Geodreieck und einen Stift. Und wie immer, wenn wir ein Dreieck konstruieren wollen, fangen wir mit einer Seite an. Allerdings haben wir keine gegeben. Kein großes Problem, zeichnen wir doch erstmal eine gestrichelte Linie. Gestrichelt, da wir nicht wissen, wie lang die Seite ist. Ruhig ein wenig länger. Und fangen wir einfach mal mit Winkel Alpha an. Den könnte ich jetzt auf diese Seite anzeichnen oder auch auf dieser. Allerdings wissen wir nicht, von welchem Punkt aus. Das heißt, ich kann mir einen aussuchen. Das heißt, ich habe hier 25 Grad. Und das kann ich jetzt beliebig auf dieser Linie hinschieben. Ich mache das mal von hier. Und wieder gestrichelt, da wir nicht wissen, wie lang die Seite ist. Allerdings haben wir hier jetzt den Winkel Alpha mit 25 Grad. Und als nächstes wollen wir einfach mal den Winkel Beta einzeichnen. Den können wir jetzt hier oben einzeichnen oder hier unten. Ich mache das mal hier unten. Das heißt, wir haben hier 42 Grad. Aber wir wissen wieder nicht, wo auf dieser Linie. Ich zeichne den mal jetzt einfach mal hier ein. 42 Grad und wir wissen jetzt, wie lang diese Linie ist, von da bis da. Deswegen einmal durchgezogen. Wir haben dann hier den Winkel Beta. Und können wir jetzt den Winkel Gamma einzeichnen? Nein, können wir nicht, denn der Winkel hier oben hat sich schon ergeben. Aber wir können überprüfen, ob das 113 Grad sind. Das mache ich mal. Ja, passt genau, 113 Grad. Das heißt, wir haben hier oben den Winkel Gamma. Und das ist jetzt eines unserer Probleme, denn wir haben ja Beta willkürlich hier hingezeichnet. Ich zeichne den Beta mal jetzt einfach mal weiter hier hin und nehme jetzt hier die 42 Grad von diesem Punkt aus. Noch einmal verlängern. Und wir haben auch hier den Winkel Beta und hier den Winkel Gamma. Kann ich nochmal schnell überprüfen, sind das wirklich 113 Grad? Ja, passt. Und das ist jetzt unser Problem. Wir können, wenn wir nur die Winkel gegeben haben, ein Dreieck konstruieren. Allerdings wissen wir nicht, wie groß es ist. Denn das kleine Dreieck hat die Winkel 25 Grad, 42 Grad und 113 Grad. Und auch das große Dreieck hat 25 Grad, 42 Grad und 113 Grad. Die Form ist gleich, aber die Größe passt nicht. Und damit ist es kein kongruentes Dreieck. Einen Fall kennt ihr sicherlich alle, es ist das Geodreieck. Das gibt es in klein und groß. Beides hat dieselbe Form. Sie besitzen dieselben Winkel. Allerdings ist ihre Größe verschieden. Sie sind nicht deckungsgleich. So wie auch hier unser Dreieck. Und jetzt die Frage, können wir das irgendwie mathematisch begründen, warum das so ist, dass drei Winkel nicht reichen? Ja, ich glaube, das können wir, denn wir brauchen, um ein Dreieck zu konstruieren, drei gegebene Größen. Aber eigentlich haben wir hier nur zwei unabhängig voneinander gegebene Größen. Denn wenn wir die 113 Grad nicht gegeben hätten, hätten wir genau dasselbe Dreieck konstruiert. Wir haben hier die 25 Grad gezeichnet, hier die 42 Grad und die 113 Grad haben sich ergeben. Das liegt daran, dass die Winkel in einem Dreieck zusammen immer 180 Grad ergeben. Das heißt, wenn wir nur 25 Grad und 42 Grad gegeben haben, hättet ihr berechnen können, Gamma sind 113 Grad. Und damit haben wir eigentlich in Wirklichkeit nur zwei gegebene Größen. Und zwei gegebene Größen reichen nicht aus, um ein kongruentes Dreieck zu konstruieren. Ich hoffe, die Erklärung hat euch weitergeholfen
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Video zu teilen, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.